Es ist Donnerstag, 18 Uhr und willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch am dritten Tag technisch gesehen, beziehungsweise wir haben die zweite Rast hinter uns. Ich überlege gerade, ob ich die dritte mache oder ob ich es lasse. Und wir haben so diverse Aufträge, die irgendwie alle daraus bestehen, relativ weit zu laufen. Wir waren letztens in diesem Dorf hier und wir könnten noch irgendwelche Goblin-Lager besuchen. Theoretisch. Oder wir gehen in den Sumpf. Das Problem ist, Gale hat halt noch einen Lebenspunkt. Ich bin generell ziemlich... Elminster's not around, so might as well. Was? Elminster's not around? Oh, das ist auch eine Karte, die ich habe. Warum ist denn für Gale die Welt eigentlich so dunkel? What a charmer. Wird die Welt dunkler, je beschädigter die Leute sind? Naja, auf jeden Fall müsste ich wahrscheinlich mal einen Heiltrank mit ihm trinken, wenn ich hier weitermachen möchte, diesen Tag hier. Ich überlege bloß gerade... Mach ein Nickerchen los. Das Ding ist, ich glaube, ich habe schon beide kleinen Rasten leer gemacht. Aber ich glaube, Gale könnte zum Beispiel, glaube ich, auch noch... Warte mal, erstmal, ich habe diese Tasche Lichter noch nie gezaubert. Okay, die machen nicht so viel. So, jetzt ist die Frage, ist es besser, einen großen Heiltrank zu trinken? Warum ist denn der große Heiltrank so viel weniger wert als der kleine? Heilen entfernte Zustand brennen. So, das Ding macht doch wesentlich mehr Heal. Komm, ich trinke den jetzt hier einfach. Gut, das hat ja ganz gut funktioniert. Ach so, lol, ich bin dumm, weil das hier 7 Stück sind und das andere halt nicht. Apropos Heiltränke, ich glaube, ich kann die sowieso im Kampf hin und her schieben, aber ich muss mal kurz gucken, ob alle Leute genug Heiltränke haben. Ich habe übrigens die Stimmen, also ich habe ein bisschen am Ton rumgedreht, weil mir aufgefallen ist, dass ich immer beim Ton immer ewig am Nachsteuern war, um die Leute lauter und leiser zu machen. Und das war alles ein bisschen awkward. So. Das halt nicht. Eigentlich haben wir noch relativ viele Heiltränke, ne? Die Hügelriesenstärke, was hat der denn eigentlich in seinem Alchemie? Nichts. Okay, gut. Alle nehmen? Und wir auch mal die Gedanken wahrnehmen. Wie lange hält das? Achso, das funktioniert einmal, werde ich mit einer Kreatur lesen. Naja. Ach genau, Steigliff hieß der Typ. 3 kleine Waffen. Ach ja, das haben wir schon gelesen. Genau, wir waren ja in Steigliffs Werkstatt. So, hat Kalla eigentlich noch irgendwelche besondere Kallas Unterwäsche? Wieso verbrennt die nicht? Ja, das hatten wir uns auch schon gefragt. So, ansonsten sind wir jetzt hier erstmal... Ich bin immer auf der Suche nach einem Umhang, fällt mir gerade so ein, ne? Also der Unterschied zwischen dieser und dieser Kleidung ist schon irgendwie erheblich, ne? I applaud your taste. So, na gut, dann rennen wir mit Karlach vor, würde ich sagen. Und, es gibt leider keine Formation, oder? Das macht keinen Unterschied... Nein, Come on, let's go! Das macht, glaube ich, keinen Unterschied, mit wem ich hier... Genau vorne, gut. Let's go. So, nachdem wir jetzt alle geheilt haben, sollte mal, sie hat noch drei Berserkerlands. Zaubertricks sind natürlich immer drinne. Yes. Dunkelherz kann nichts mehr machen. Astarion kann auch einmal zaubern. Wir können das noch einmal Silence auf irgendjemand draufwerfen. Oder Eismesser, wie auch immer sinnvoll das ist. For now. So, wenn ich mal gucken könnte. Er kann doch hier irgendwie dieses. Also, kannst du das Zauberplätze regenerieren? Das braucht eine Arcana-Erholung. Regeneriert das? Ein oder alle? Ach komm, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Achso, warte mal, regeneriert ein Zauberplatz des zweiten Grades? Okay, ne, dann holen wir uns. Okay, es regeneriert ein. Oh, es verbraucht immer beide Ladungen. Naja, gut. Making me sweat? Naja. Julian, versuche ich mal in diesen Sumpf zu kommen. Und durchsuche bei dieser Gelegenheit gleich noch diesen Jute-Sack hier und hol mir das, diese wertvollen Lagervorräte. Hab ich letztes Mal diese Reisetruhe hier übersehen? Ah, cool, noch mehr Zeug. Gale, nimm du das hin. Ich weiß nicht, warum Gale jetzt zu meinem Händler geworden ist, weil an sich mal gibt es ja. Also, es, vielleicht gibt es einen Handelsskill, aber keiner meiner Leute hat ihn und Charisma alleine scheint es nicht zu sein. So, wir können aber. Warte mal, doch, wir können ja einfach runter den Sumpf, ne? Dann ignoriere ich mal ein, zwei das Goblin Camp. Obwohl ich glaube, dass ich durch die Goblins ganz gut durchkommen würde. Das ist, glaube ich, auch eine Veränderung im Gegensatz zu Divinity, ne? Da war das mal relativ klar zu sehen, wenn du runterkommst oder nicht. Und hier war das jetzt gar nicht so klar. Wann wir was machen können. Ich habe mir übrigens immer noch nicht durchgelesen, was genau eigentlich Shadowheart ausmacht als Charakter. Weil ich auch nicht so richtig einschätzen kann, wie genau ein dunkler Kleriker, also ich meine, das ist immer ein bisschen Spielerinterpretation, aber inwiefern ein... Oh, ein Bau? Hey, Rucksäcke! So, jetzt habe ich natürlich den Rucksack geöffnet, aber nicht den Inhalt. Oh, wir finden ein Öl der Prozession. Nice. Und wir finden nämlich das nächste Arkan. Wir finden Malachit. Und wir finden Gold. Warte mal, darf ich den Rucksack jetzt behalten? Warte mal, also ich habe jetzt immer einen Rucksack, ja? Das ist ja saupraktisch. Das heißt, ich kann jetzt diesen Rucksack benutzen, um den als Ordnungsverkaufsdings zu missbrauchen, oder?
Peter, das funktioniert dann am Ende nicht. In einem kritischen Moment ist, wenn ich tatsächlich aus dem Rucksack verkaufen möchte, dass es dann nicht geht. Jetzt hast du eine Notizgrundlagenbuch über die Mieten der Tiere. Kann alles weg. Bis jetzt war ja nicht, bei nicht sowieso richtig raus, ob ich für irgendwas. Dolch, ja, kann auch weg. Die Schaufel behalten wir. Brief des Thron. Der Krieg zwischen Schar und Selune. Schicken wir schon mal Tropfen folgende Tomate. Die kann ich wahrscheinlich auf Leute werfen, oder? Okay, es ist nicht nützlich, steht da dran. Ich habe noch einen abgetrennten Fuß. Was auch immer ich damit machen kann. Ich behalte ihn erstmal. So, das. Amulett von Balustor. Dann haben wir noch diese Lederstiefel. Die können, glaube ich, auch weg. Die schlichten Roben behalten wir noch. Die wiegen, glaube ich, auch nichts. So, dann kann ich diesen kompletten Rucksack, so wie er ist, Gale in die Hand drücken. Und der kann dann noch den anderen kruschen. Die Wurfspeere? Ich bin nicht ganz sicher, ob ich diese Wurfspeere jemals tatsächlich jemals nochmal benutzen werde, ne? Das Waren entfernen, genau. Wir haben jetzt immer noch so ein bisschen die Problematik, dass ich mit Gale jetzt ja anfangen muss, irgendwie... Oh, weil ich Steine dabei habe. Dass ich mit Gale jetzt irgendwie anfangen muss, magische Gegenstände zu holen. Weil er ja offensichtlich ein Sucht ist. Okay, der steht bei halber noch eine Weile. Taleserkenntnis und eine Magie. Also quasi gute alte... Ach, komm, warum die Wurfspeere jetzt? Ach ja, das Eulenbeer-Ei. Da muss ich noch einen Händler für finden. Der da gutes Geld für zahlt. Ich habe, glaube ich, viel zu viel Schaufeln bei. So! Na, guck mal, jetzt sieht er doch hier schon mal gleich wieder wesentlich ordentlicher aus. Außer, dass dieser... Ach, der Reiserucksack ist ein besonderer Gegenstand. Dieser normale Rucksack, dunkle Flecken 14 und dieses ansonsten sauberen Rucksacks. Der Rucksack ist an sich 400 wert. Warum immer das jetzt so aussieht. Dann muss ich das Ding dann hinterher irgendwie mal... Ich kann jetzt... Okay, ich habe jetzt einen Unterrucksack. Das ist in diesem Spiel wahrscheinlich nicht ganz so relevant. Aber erinnert mich an gute alte Zeiten, als man Ausrüstung noch in Rucksäcke organisiert hat und die noch extra herstellen musste, weil die Rucksäcke irgendwie Magensteine tragen. Oh, weil Rucksäcke Magensteine dein Platz erhöht haben. My face protects me. Better fetch that. Achso, my face protects me. Ich dachte gerade, my face protects me. That's curious. Wir haben was entdeckt. Achso. Gut, dass Astarion sowas entdeckt. Ich habe alle Bücher und Dokumente in den Rucksack im Lager gepackt. Und wir finden eine Truhe. Alter! Ja, das ist doch mal praktisch. Rauchpulver. Also ich gebe jetzt mal mein ganzes aktives Zeug jetzt dank des Gedankenlesens. Weiter. Sorfion, das geben wir mal Astarion. Gegengift klingt auch immer gut. Pfeil des Blitzes geben wir auch Astarion. Pfeil des Eises. Das hat sich gerade richtig gelohnt, ne? Okay, das können wir nehmen. So, dann müssen wir mal gucken, kurz, wer hier noch keine Handschuhe hat und am ehesten die Dinger gebrauchen kann. Also wir werden hier wahrscheinlich nicht mehr vorankommen. Ah, Schwert des Schmiedestahls. Sie hat gerade aktuell das Schwert... Ach, das Schwert der Gerechtigkeit, das ich gefunden habe. Warte mal, Schwert aus Schmiedestahl. Habe ich das nicht eigentlich nur gekauft, damit ich das Geld verfüttern kann? So, schlicht ist hier das leise, aber undrücklich summt. Das wartet nur auf untätige Hände zu schaffen. Man braucht immer die Flinkfinger-Handschuhe springen bringen. So, sie hat tatsächlich noch nichts. Und für sie ist, glaube ich, nach einem Sport ein Inhalt, nach einem Sprung aus, ohne eine Bonusaktion einzusetzen. Kann sie Sport? Nee, hat Astarion schon Handschuhe. Der hat Angriffs- oder Rechte, der hat Fingerfertigkeit plus 1, aber er kann Sport. Kann auch noch mehr anders noch Sport? Ja, ich wäre das Handschuhe für Astarion, ne? Weil die anderen können halt alle keinen Sport. Na gut, ich geb sie erstmal. Wenn nicht, kann ich die Dinger immer noch im Zweifel. Nach einem Sport oder einer ähnlichen Aktion. Achso, warte mal, ich bin dumm. Alle können Sport. Ja, alle können Sport. Okay, dann ist es, glaube ich, ziemlich sinnvoll, das Karlach zu bringen, weil die braucht, wenn dann, den Gap-Closer, ne? Höllische Resistenz, Feuerschaden aus magischen Angriffen, diese Kreatur ist halbiert. Feuerschaden aus nicht magischen Kräften, diese Kreatur ist halbiert. Oh, praktisch. Haben die alle noch irgendwas in der Richtung? Resistenzen, nichts. Das hat Shadowheart noch. Zustände mit Tieren sprechen, also eine Resistenz, nichts. Du hast einen Domain-Zauber, du hast sie sind stets vorbereitet. Menschliche Miliz. Ach ja, das war das. Feenblut. Magisch zum Einschlafen gebraucht. Kannst nicht magisch zum Einschlafen gebraucht werden. Ja, ja, das gute Feenblut. Judy, dann sind wir, glaube ich, erstmal fertig mit Inventarmanagement, glaube ich. Für den Moment. Warte mal, 4 bis 13, wie viel macht das Ding?
Okay, es ist einfach besser. Solange ich nicht irgendwelchen komischen Leuten begegne, die irgendwie auf einmal Regress anmelden, gerne ihr heiliges Schwert der Heiligkeit wieder haben würden. Okay, der kann Geschoss fangen. Na, er kann die immer noch essen, die Handschuhe. Don't burn yourself. So, auf weiter zum Treffpunkt, wo wir bestimmt nicht in irgendwie einen Kampf laufen werden oder so. Aber das... Warte, ich soll vielleicht mal quicksaven. Das Versteck hat sich gerade richtig gelohnt, ne? Oh. Please, we just want Marina back. Marina? Okay, warte mal, Gail. I'm ready for you. Right away. Wer sind die denn jetzt wieder? Sonnenbeschiedene Sümpfe. For the love of all that is holy, I've never clapped eyes on your poor sister. Drop the act, hag. You was the last to see Marina. Just let her go. Please. Thank goodness you're here, sweetie. I don't know what's come over these boys. Auntie Ethel's face creases with false concern. You realize she's lying about seeing this girl, Marina. Stop this! We won't ask again! Ah ja, also das Tante Edel ist, glaube ich, die wir aus dem Laden kennen, von den Tränken und Tinkturen. Und sie, ich weiß nicht, wer Marina ist, oder weiß ich das doch? Ich habe mir hier den Namen aufgeschrieben, wenn wir begegnet sind. Können Sie das, wenn Marina kennt? War das die eine, die den Gnomen in den Käfig erschossen hat? Nee, auf jeden Fall haben wir ihr Motiv erkannt. Wir wissen, dass sie lügt. Wie praktisch gut, dass wir sowas haben. Es geht nur Mondfeuer ist heilig. Na, das bezweifle ich aber. Das ist runter. Ich kenne diese Dame. Ihr lügt, ihr habt das Mädchen gesehen. Ja, wir fragen erstmal, worum es genau geht. Würde ich mal sagen, oder? Was hier los? Careful! Don't trust a word out of her mouth. Our sister went to the hag, and we ain't seen her since. Hand over heart, I don't know their sister. I will gladly help you all look for her, though. Enough. Where is she? Ja, das Ding ist, war nicht die mit ihren Tränken und Tinkturen, war das nicht die gleiche, die der gutlustigen Frau von der Waffenkammer einen Lähmungstrank verkauft hat? Also, das die war ja vorher schon fishy, ne? Ja, ich glaube, wir sollten mal investigieren, weil das könnte noch nützlich sein, dass da was rauskommt. Auf der anderen Seite, wir könnten doch selber eine gute Belohnung für uns rausholen. Leider ist jetzt gerade Gail der Typ, der mit dir redet. Ne, wir fragen erstmal nach. Bollocks! You were supposed to rush to my defense, love! Fat lot of good you are! Some advice? You ever darken my door, you'd best have that head bowed and an apology at the ready. Bye-bye now. Bloody hells. She just disappeared. Ain't seen nothing like that before. She could shoot fireworks out of her backside for all I care. The hag has Rina. Also Carla fand das gut, dass wir uns eingemischt haben und sie meinte halt, dass, also Ole Etel meinte, dass sie wir zu ihrer Hilfe reiten sollten und dass das nicht in Ordnung war. Und dass wenn wir nächstes Mal wieder in ihren Laden sind, sollen wir gefälligst eine Entschuldigung auf den Lippen haben. Weil das fand sie nicht gut. Dann hat sie gesagt, tschüss, und ist einfach verschwunden. Was auch interessant ist, ich hätte gerne diese Fähigkeit, aber vielleicht ist sie einfach nur unsichtbar und geht und schleicht sich gerade davon. Ja, Fragen? Was ist hier los? It's our sister, Marina. She's, well... She was in a bad way after her husband died. Started saying weird things, like how she was gonna bring him back. Next thing, she's gone looking for the hag. Of all the stupid things to do. And we haven't seen her since. And no good ever came from dealing with a hag. None of this matters, all right? We need to get her back, and fast! Ah ja, okay, das wie immer die Motivation für mich, Aufträge zu erledigen, ist ein bisschen anders als die für das, was die Leute eigentlich gerade sagen. Weil mich würde vor allen Dingen interessieren, ob das mit den Toten zurückbringt, wie erfolgreich das war. Also, Moment, vorne eine Übersetzung. Also Marina ist die Schwester von den beiden hier, sind anscheinend Brüder, würde ich mal daraus schlussfolgern. Ihr Ehemann ist aus unbekannten Gründen gestorben und seitdem ist sie ein bisschen obsessiv damit berührt, wie ihn wieder zurückzubringen, was ja durchaus nicht unmöglich ist. Gut, wir haben gesehen, dass wenn Ole Lazarus das macht, zumindest Leute, die schon länger tot sind, dann kriegt man nicht mehr so die Originalperson zurück, sondern man kriegt so die Hülle noch wieder, die halt irgendwie noch so einen Teil davon hat, aber man kriegt nicht mehr die ganze Person. Sind Drillinge? Naja, sind das, keine Ahnung, woher soll ich das denn wissen jetzt? Naja, auf jeden Fall, prinzipiell wäre es also möglich. Wahre Wiederbelebung ist ein Ding, ist, glaube ich, bloß eine High-Level-Kleriker-Fähigkeit, glaube ich sogar. Könnte Kleriker sein, ich weiß bloß nicht, ob Kleriker von Char das können. Ich weiß nicht, die Göttin der Dunkelheit wirkt mir nicht so wie die Göttin, die dir die Fähigkeit gibt, Leute wieder aufstehen zu lassen. Aber vielleicht auch gerade. Naja,
Das Ding ist jetzt aber, dass die gute Marina anscheinend zu der, warum soll man sie mal als Vettel bezeichnen? Also auf jeden Fall sind sie zu der Hexe rübergegangen und haben sie um Sachen gefragt, dafür, dass sie uns nur als Kräuteroma verkauft wurde. Und dann war seitdem ist sie verschwunden, was mich glauben lässt, dass sie in irgendeinem Käfig sitzt und angefettet wird, damit sie danach zu einem Kuchen verarbeitet werden kann. Na gut, ihr seid euch alleingestellt, ich habe genug Probleme, lasst mich nach, ich bringe Marina nach Hause. Warum redet denn jetzt schon wieder Shadowheart? Kann ich vorher ums Geld, aber ich kann tatsächlich mit ihnen handeln. Moment. Sie haben einen Goldball. ich bringe Marina nach Hause. Also Carla findet das bestimmt super. Ich weiß nicht, wie ein Astarion das findet. Are you joking? I ain't got a clue who you are. No way I'm leaving Rina to you. But Joel, not a chance. We're getting her back on our own. Now come on. Also unsere Hilfe wurde quasi abgelehnt. Also Demir und, also, ich glaube, Demir meinte, nee, Joel meinte, das ich kenne dich überhaupt nicht, ich überlasse sie dir nicht, ich weiß doch nicht, wie das seine Wahl ist, aber, so, ich würde ja sagen, als nächstes teleportieren wir uns dann mal wieder zurück in die Siedlung und fragen mal bei der Kräuteroma nach, warum immer die hier nicht im Sumpf rumrennt, aber ich nehme mal an, sie hat ein zweites Zuhause hier und wird sich wahrscheinlich als Level 7 Lich oder so herausstellen, noch höher. Ich erinnere mich an den, oh, ich habe sogar zweimal D&D gespielt, fällt mir gerade so ein. Einmal mit meinem Drachenmagier. Okay, da sind wir nicht besonders weit gekommen, ob es zu diesem Ork-Camp. Und dann haben wir noch ein anderes Mal, habe ich mal einen One-Shot mit anderen Leuten gespielt, auf Englisch. Das war auch ganz witzig, weil da habe ich einen Paladin gespielt. Und... Überleben? Wir finden... Ausgrabung, Bündel 5 vergrabene Kiste mit einem Durchgang. In einen Durchgang aus, habe ich gerade gekriegt. Keine Aktion möglich? Warum das denn nicht? So, wir finden Gold. Ein Schweinekorb. Schweineenten, okay. Warum auch immer ich irgendwelches Fleisch in irgendwelchen Truhen gut finde, aber egal, wir nehmen das einfach. Wald. Achso, da sind wieder die Gobos, so. Den könnte ich bestimmt reden. Aber wenn ich mit diesen welches Level haben die denn? Okay, das sind Level 2 Gobos und das sind die einzigen. Okay, da könnte ich mal drauf anlegen, die umzunieten. Meine XP ist XP, oder? Level 10 Erzdämon von Isolith. Naja, auf jeden Fall wollte ich hinaus, die Story mit meinem Paladin, das war ein One-Shot und das ging das Reich von irgendeinem Lich. Und auf jeden Fall war das, der Endboss von diesem One-Shot war halt dieser Lich. Und das Ding war aber, du hast quasi nur gegen das Low-Level-Abbild geschickt, weil unser DM meinte dann so, ja, also der richtige Lich ist Level 12 oder so, oder Level 10, ich weiß nicht mehr, was es war. Und wurde uns halt alle One-Shotten mit im ersten Zug und es würde einfach nichts passieren. Warte mal, man kann Steine werfen? Oh, vielleicht sollte ich doch noch die Steine irgendjemandem geben. So. Das wäre der Erfolg, was die mit der Sounds machen, finde ich richtig irritierend. Haben sie natürlich schon immer gemacht. So, guten Tag, werte Goblins-Kriegers. Go on, more of us inside. Was? Das ist alles? Oh, da guck mal, das ist ein Schild. Moonhaven. Ach, das ist Mondhafen. Oh, gut zu wissen. Das, darauf komme ich nochmal zurück. Wir haben mehr von uns da drinne. Also ich weiß nicht so richtig, was Astarion genau mit ihnen verhandelt hat. Ich hab's leider schon wieder vergessen seit dem letzten Mal. Ich glaube, ich habe irgendwas gesagt mit... Ich habe sie irgendwie eingeschüchtert, ne? Wie auch immer ich das ja nicht gemacht habe. Das hier hinten sieht übrigens schon wieder so aus, hätte jemand eine Truhe hier versteckt. Aber anscheinend nicht. Stattdessen ist dann noch mehr Essen. Warum liegt denn hier in jeder Ecke Essen rum? Ich meine, das ist halt jedes Mal eine Übernachtung, wenn wir davon genug finden. Ich habe einen Blechteller mitgenommen, das wollen wir natürlich auch überhaupt nicht mehr ziehen. What's on your mind? Nicht, ich habe mich verstanden. Achso, wir können nochmal zu seinem Zustand fragen, aber. Also, Gay muss ja Sachen magisch fressen, wahrscheinlich stirbt er sonst nicht mehr stark an. So, warum erfordert er Magie? Think of it as. Tribute. The kind a king might pay to a more powerful neighbor to avoid invasion. As long as I pay, there will be peace. But should I ever stop, along comes a war. I can assure you, the battlefield would extend well beyond the borders of my body alone. Er möchte also sagen, dass dunkle Dämonen aus den Zwischenwelten in seinen Körper Besitz ergreifen und ihn besetzen, sobald er aufhört, magische Gegenstände zu essen. So hört sich das zumindest an. Ja. This way. Das könnte auf Dauer recht teuer werden. Warum? A chill runs up your spine. You feel like you're being watched. Ich werde beobachtet. Ungewöhnliches? Oh.
Wer macht denn das? Das ist Karlach. Schwierigkeitsgrad 20 minus Intelligenz. Also das heißt, weil ich keinen Bonus habe, ich kann diesen Wurf nicht gewinnen, ne? Oh, naja, wer hätte gedacht. Oh. Ja, das brauchen wir nicht nochmal. Has a quiet sense of calm. You can't see anything strange. Okay, es war ein Fehler, mit Carla vorzulaufen, weil offensichtlich ist sie nicht in der Lage, irgendwas zu finden. Whatever comes, I'm ready. Na, 20 gewinnen immer so. Achso, stimmt, da war was. Ich weiß das, theoretisch. Okay, da hinten gibt es irgendwelche Lichtscheine im Wasser. Und da hinten ist ein Schaf. Also ich rechne halb damit, dass das irgendein random Vieh ist, ist olle, wie ist die, Mairina, ne? Genau. Best avoid that trap. Warum sind hier Fallen im Wasser? Fucking hell. We're a long way from Waterdeep. Well, well, well. Ouch! My thing! I'm ready. Anscheinend habe ich nicht alle Fallen im Wasser gefunden. Hör ich da raus? Also, wie ich bereits letztes Mal sagte, ich werde solche Situationen nicht laden, ne? Wenn das nicht ein fataler Fehler wird, dann ist es jetzt einfach so, ne? Also, ich kann mich anscheinend schneiden beim Versuch, Donnige Rohr. Ach, guck mal hier. Achso, das sollte ich vielleicht Astarion machen lassen, der tatsächlich Fingerfähigkeit hat. Das wäre wahrscheinlich besser, oder? Die guten Dornigen Rohrkolben, na gut. Warum auch immer in den Dornigen Rohrkolben eigentlich Äpfel drin sind. Sollen wir mal fallen? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, für eine Party ist ganz schön viel Blut, aber hey, ein halbgerissener Apfel. Rotkappen? Was sind denn Rotkappen? Naja, auf jeden Fall finden wir auch nicht. Der offene Osten, Band 4. Schön, schön, schön. Achso, ich könnte einfach die Dingens mitnehmen. Die Rucksäcke, die auf dem Boden liegen. Das wäre natürlich noch viel praktischer, ne? Hey, und wir haben eine Laute gefunden. Ich kann zwar nicht mit umgehen, aber ich glaube, ich kann sie trotzdem ausrüsten, oder? Warte, zählt die denn noch mein Gewicht mit rein? Auftreten. Die Laute ist das erste Instrument zahlreicher Baden um einige Klingen, Land auf, Land ab, in ganz Ferun. Hast du nicht Pathfinder gespielt? Ja, 5 Minuten lang. Ich hab diese eine Eingangsszene von Pathfinder gespielt. Das ist sehr, das ich glaube, das spielen wir doch jetzt bald, was geht, weil das, ich glaube, eingängiger ist. Als Dings, aber nochmal. Wir haben jetzt 90,4, wenn ich das Ding ausrüste. Okay. Damit wäre die einfach zu klärende Frage geklärt, ob Sachen, die ich ausgerüstet habe. What's that? Ah, Federfall und Schlaf. Weiß nicht, ob das praktisch ist, jetzt die ganzen Gegenstände alle auf Schattenherz zu packen, aber. So, deswegen ist Tribu Nummer 6. Kingbatter Noobkiller Cave am Anfang. So weit bin ich nicht gekommen. Ich hab nicht mal das Schloss verlassen. Trank des glorreichen Sprungs. Hey, damit wäre ich zu dieser einen Truhe rübergekommen, die ich jetzt leider schon in den Akron hab fallen lassen. Naja. Schade. Old Cat Games. Die heißen echt Old Cat Games. Ich habe, nachgeholt, was der, wo der Old Bear herkommt. Also der Eulenbär. Und anscheinend ist das ein D&D Original, dass der Originalentwickler, dessen Namen ich gerade jetzt schon wieder vergessen habe, anhand irgendwelcher Plastikfiguren entworfen hat, die er irgendwie da hatte. Und das ist aber tatsächlich ein D&D-eigenes Tier. Also es gibt sonst viele Viecher, die einfach nur irgendwie klaut sind bei Tolkien oder sei es random andere Fantasy. Be careful. There are traps about. Ich sollte vielleicht Astarion vorlaufen lassen. Ne? Well, habe ich zwischendurch Antarion gesagt? Der ist Astarion. Antarion war was anderes. Quick step. Damn stupid bush. Achso, das macht aber nur offene Wunden und kein Damage. Na gut, das ist okay. Weidenkorb. Yay, noch mehr Zeug. So, da vorne hat es ein Schaf. Stufe 4. Das ist nass. Heißt dieses Schaf durch Zufall. Ah, nee, der ist noch eins. Ja, wir haben ja noch mit Tieren reden. Let's try this way. Also reden wir mit den Tieren. Ah, that's smart.
The sheep's voice warbles. You realize it's trying to say bar. Es versucht Bar zu sagen. Okay, ich versuche das hier zu... Das was? Warum konnte ich eigentlich vorhin nicht göttliche Führung nutzen beim anderen Ding? Oh, wow. Na gut, das ist dann schief gelaufen. Ach, 15 Mal war ganz schön viel. Nee, wheezing, the sheep backs away. Röchelnd weicht es zurück. Let's see what I can glean. Okay, dieses Schaf mag mich nicht mehr. Ich weiß übrigens nicht, warum ich weiterhin diese dornigen Rohrkolben hier loote. Und dass ich es ein bisschen seltsam finde, dass da drin immer Äpfel zu finden sind. Äpfel, genau. Äpfel. Obbesorft. Was ist das denn nicht überhaupt? Jetzt sieht irgendwie aus, als hätte jemand eine Party gemacht. Und sind Äpfel einfach nur das Stand-in für Essen. Na, anscheinend sind die relativ viel wert, oder was? Äpfel sind kein... Warte mal. Die sind kein Essen. Oh, warte, sind diese Äpfel verflucht? Quick Save ausprobieren. Kann ich das Ding essen? Debuff verbunden. Oh. Oh. Nö. Mit diesem Apfel stimmt was nicht. Vergiftet. Ah ja. Okay, also die Äpfel, die wir hier überall finden, sind offensichtlich kein Lagerproviant, weil irgendwas an ihnen nicht stimmt. Okay, du kriegst aber nur offene Wunden davon und nicht irgendwas anderes. Das ist natürlich, also du nimmst kein Damage von den Rohrkolben. Scheint so. Das ist eigentlich gar nicht so dramatisch, außer dass du halt einen Debuff kriegst, aber das ist ja außer vom Kämpfen eigentlich relativ egal, oder? So, warte mal, sind ehemalige BioWare-Mitarbeiter? Oh. Hey, da ist die hier! Ist ja nicht, Karlach ist, glaube ich, ein bisschen, Also, Demi hat schon mal hinter sich in seiner Mission, na, das war ja super. Warum mag dieses Schaf mich jetzt auch nicht? Okay, gut, das, Aber anscheinend hat es sonst keine negativen Konsequenzen, mit den Dingens geredet zu haben, mit die Äpfel gegessen zu haben. Nasty surprise. Caution is warranted here. Okay, hier ist ein kleines Boot. Naja, angelandet werden ist das falsche Wort, aber es ist anscheinend schon länger hier. Ja, komm, das brauchen wir. Rettungsoffizier, achso. Froskuspier, amnenische Dessertwollen, wird gekauft. Na gut, dann reden wir mit dem guten Dimir. Der hat es auch echt schnell geschafft zu sterben, ne? Also beeindruckend eigentlich. Wird wahrscheinlich nicht so schnell durchs Wasser laufen. Ist er nicht in der Falle gestorben? Easy. This place is hungry for blood. Ja, das ist in der Tat ein Fallenswort. Sind wir nicht ganz in der Nähe von unserem Missionsziel? Das ist scharf, 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 aber... Hey, hier ist ein Teehaus am Fluss. Na, da finden wir bestimmt die lustige Hexe drin, nehme ich mal an. Oh. Ach, guck mal, dieser Apfel hat Lagervorräte. Der hat einen Hackbeil bei gehabt. Na gut, dann fragen wir den guten Demio mal nochmal über die Gelegenheit. Vielleicht will er ja diesmal mit uns reden. The corpse regards you lifelessly. Also dafür, dass er vor 10 Sekunden noch gelebt hat, na gut, wisst ihr. Hat er seine Schwester gefunden? Aber das ist bestimmt die wichtigste Frage, oder? Adam, screaming, but not real. Ah, er wurde also in eine Falle gelockt, wie interessant. Noch 4 Fragen. Komischer Ort, sollte ich vorsichtig sein? Wer seid ihr? Das wissen wir schon. Was hat dich getötet? Ja, wahrscheinlich eine Falle, oder? Oder? Wasn't a sheep. Oh. Oh. Okay, gut. Der nächste Feuerball geht auf die Schafe, würde ich mal sagen. Warum ist er hier? Gotta get Marina back for man. Wir erinnern uns, dass im Smaragdhain hatten wir auch schon die Kuh, die keine Kuh war, ne? Scheiße, stimmt, mit der könnte ich auch nochmal reden, jetzt wo ich mit Tieren reden kann. Mit so Karlach kann ja immer mit Tieren reden. Soll ich vorsichtig sein? Don't drink the water. Das hatte ich nicht vor. Boah, die Äpfel essen, nehme ich mal an. Na gut, Ach ja, stimmt, wo muss ich ihn denn hinbringen, wenn ich dir von seinem Tod zu berichten? Farm out by Baldur's Gate.
The spell's power wanes. You can ask no more questions. Hm. Naja, schade. Na gut, so viel dazu. Dann werden wir mal die Schafe grillen, würde ich mal sagen. Bevor sie mich grillen. Das sind sogar 4 Schafe. Das allerdings. Die Stufe 4 haben wir aber nur 3 Lebenspunkte. Mal gucken, wie viele Lebenspunkte sie haben, wenn sie sich verwandeln. Dazu mehr beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Baldur's Gate.